Mega peinliche Panne bei der CDU. Der neue Imagefilm der Partei. Ein absolutes Desaster. Es hagelt massiv Kritik, Hohn und Spott. Denn ein fataler Fehler in dem Clip macht sprachlos. Aufgepasst? Und, ist es Ihnen aufgefallen? Nochmal etwas langsamer? Hier ist nicht der Reichstag zu sehen, sondern der Präsidentenpalast von Georgien. Zwar beide mit Glaskuppel, aber doch über 3000 Kilometer voneinander entfernt. Diese PR-Kampagne endet in einer PR-Blamage. Die CDU will eigentlich ihr neues Parteilogo vorstellen und mit dem Clip bewerben. Doch das eh schon recht kritisch betrachtete Logo gerät so erst recht zum Flop. Die CDU schreibt zu ihrem Blamagenfilm in den sozialen Medien: Unser starkes Zeichen. Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt. Für die CDU. Doch für die Volkspartei CDU ist dieser Film mit dem falschen Reichstag vor allem eins: extrem peinlich.